Und da sind wir auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen zur vierten Folge mittlerweile. So, wir machen jetzt erstmal zum guten Silas und schauen, was der uns noch zu sagen hat. Wir haben ja gerade eben schon mit dem Barber-Typen gesprochen. Ach so, der andere ist gar nicht hier. Da hat es mir anscheinend nur den nächsten Ausgang gezeigt hier aus der Hütte raus. Na gut, dann laufen wir mal kurz hier rüber und schauen mal, was da los ist. Sind das die Gräber? Die sehen ja abgespaced aus. Richtig beleuchtet und so. Wahnsinn. Hightech hier. Da ist er auch schon. Grave digging's a fine profession. Always work to be had and nary a word of complaint out of your clients. Das stimmt. Groß Beschwerden kriegt man bei so einem Beruf nicht rein. Hey, wegen den Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Ja, die gibt es. Konrad sagt, er kann die Gebühr nicht leisten. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Das machen wir doch glatt. Wenn der sagt, er hat Dreck am Stecken, dann gucken wir doch mal, ob wir ihn irgendwie erpressen können. Endstrahlen sind ein exotischer Effekt, der im frühen 20. Jahrhundert entdeckt wurde. Aha. Müssen wir uns später auch nochmal ein bisschen mit beschäftigen, mit den ganzen Waffenmodifikationen und generell, was da so alles dazugehört. So, gehen wir wieder in den dreckigen Laden hier rein. Das sieht mir stark nach einem Hinterzimmer aus. Konrad, Rezeptionist, hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer Choice, Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Aha. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam oder nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Alles klar. Ja, ich meine, er braucht's ja nicht mehr, ne? Ob das jetzt nun moralisch in Ordnung ist? Sieht er das, wenn wir das hier nehmen? Nee, ne? Alles klar. Haben wir uns gegönnt. Sonst noch irgendwas Schönes hier? Ah, das ist mir ein bisschen zu tricky. Dann fragen wir ihn erstmal, was das soll mit den Zähnen. What can I do for you? Ich weiß über Eugene Bescheid, warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? You know about Eugene? How? Weil du direkt deine Hintertürzimmer offen hast und jeder reingehen kann, da irgendeine Leiche rumliegt. Also hätte man auch etwas besser verstecken können. So, ich habe die Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Ja, er wird sie sicher nicht vermissen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's Choice. I can't ask Silas to dig up a man's body. And pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills? Can I? Ich denke, Silas hat damit kein Problem. Ja, sagen wir, ihm bleibt nichts anderes übrig. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Auf Wiedersehen. So schnell geht's doch. So ein paar Goldzähne. Soll er sich da rausholen, gut ist. Sehr schön, dann machen wir noch zu dem guten Phyllis. Das war ja derjenige, der hier den Vorschlag gemacht hat. Mal schauen, was er noch dazu sagt. Er muss ja schließlich auch noch Gebühren bezahlen. Vielleicht reichen die Zähne auch für beide. Wenn es so groß werden die Gebühren doch nicht sein. So ein Goldzahn hat doch auch Wert. So, mal. Müssten wir hier hoch oder im Fahrstuhl hoch? Was haben wir denn hier Schönes? Ein Terminal. Edgewater Saltuna Konservenfabrik, eine Anlage von Spacer's Choice. Terminalzugang. Protokolle.
Die Edgewater-Saltuna-Konservenfabrik hält sich strikt an die Spacer-Choice-Standards in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit. Und so weiter und so fort. Ist mir jetzt ein bisschen zu viel zum Lesen. Wer möchte, kann ja gerne auf Pause drücken und sich das Ganze durchlesen. Ich will euch aber auch nicht nur langweilen. Wir haben schon so sehr, sehr viele Dialoge hier. Und aktuell noch nicht allzu viel Action. Von daher belassen wir es erstmal dabei. Wenn es zu viel Text ist, drückt Pause. Wenn es nur ein bisschen was ist, lese ich es euch vor. Und da sind wir auch schon beim guten Phyllis oder der guten Phyllis. Was hast du Schönes in der Hand? Sind das die Tablets von morgen? Oh, so ein Panzerglas hätte aber auch mal gut getan, hä? You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Grabgebühren. Ich bin hier, um sie einzutreiben. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Die sind nicht in deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Du musst die Grabgebühren deines Nachbarn bezahlen? If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Du meintest, der Typ hat sich selbst erschossen? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Was für eine furchtbare Aussage. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Okay, anscheinend sind die alle Konzerneigentum. Egal, ob es irgendwas Objektives ist oder ob sie selber sind. Das kann nicht dein Ernst sein. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Er war ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Dann lassen wir sie mal weiterarbeiten. Ist ja krass, was hier für Gesetze herrschen. Bringst dich selber um, hast du Konzerneigentum beschädigt. Wahnsinn. Okay, dann haben wir das. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ein paar schöne Maschinchen. Aber ansonsten... nichts weiter. Wirklich was klauen will ich hier nicht. Ich fühle mich irgendwie beobachtet, auch wenn hier gerade keiner ist. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Hier sind wir hergekommen. Ab nach Edgewater. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder zum guten Silas zurück. Quatschen mit ihm, dass wir die beiden Gebühren haben, beziehungsweise die Goldzähne, dass er die nehmen darf und dann gucken wir mal noch, was der Ludwig Miller? Hieß er so? Ich glaube, was der noch von uns will. Ach, sieht das geil aus, oder? Gefällt mir sehr, sehr gut die Atmosphäre. Auch mit dem Vulkan hier hinten, mal gucken, ob wir da noch irgendwo hinkommen. Natürlich cool, wenn wir da noch irgendwie hochklettern können. Mal schauen. So, Silas. Something I can do for you? Wir müssen über Eugene sprechen, nö, wegen den Gebühren. Into any trouble? Hä? Wir haben doch die von Phyllis und haben doch auch das andere. Something I can do for you? Dann sprechen wir mal mit ihm über Eugene. Yeah? What about him?
Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the Earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Ich halte meine Augen offen. Let me know if you find anything. Ich habe eine Frage an dich. Na gut, da können wir uns auch später noch drum kümmern. Ja, komisch, obwohl wir jetzt die Gebühren haben und das mit den Goldzähnen, kommen wir hier irgendwie nicht wirklich weiter. Ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz ins Tagebuch. Bis ins Grab. Treibe Ludwigs haben wir. Phyllis haben wir. Abernathy. Na gut, dann machen wir noch mal zum Ludwig. Er ist dort unten. Und mal gucken, ob wir dann die Quest beenden können. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich dachte eigentlich, dass er uns jetzt gleich die Gebühren abnimmt von Phyllis und Konrad, aber nun ja, wer weiß. Da unten ist er. Ach, das ist hier der Landeplatz. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Hier ist er. Hallo Ludwig. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Wovon redest du da? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ja, dieser Roboter muss man echt im Auge behalten. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Silas hat mich geschickt. Du schuldest ihm Gebühren. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Ich würde sagen, wir lügen ihn einfach an. Das ist er und er bittet um einen kleinen Beitrag und den Widerstand mit der Anti-Roboter-Spray auszurüsten. Mechanical repellent. A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project. Wenn dein Widerstand Söldner einstellt, stehe ich bereit. I've been gathering up a war chest over the years. So tuna cans mostly, some spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Richtige Armeen zahlen Rekrutierungsgebühren, ne? Investment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Was soll ich tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Dann lassen wir ihn in Frieden. So, wir sollen hinter der schönen Stadt. Also von hier vorne kommen wir. Hier ist der Landeplatz. Dann würde ich sagen, wir laufen mal hier rum. Was haben wir hier Schönes? Ein Überbrückungskontakt. Na Mensch. Noch ein Dietrich. Nikopet. Irgendwas zu trinken. Aber wir nehmen erstmal alles mit. Können wir leider noch nicht hacken. Bitmodul, leichte Munition. Dann haben wir doch alles. Sehr schön. So, jetzt sehen wir auch mal den schönen Vulkan. Guck mal, hier läuft sogar Lava lang.
irgendwie nicht der beste Ort, um eine Stadt direkt daneben zu bauen. Also, man kann es nicht Stadt nennen, aber ein kleines Örtchen. Oh, da ist ein Möter. Komm, den greifen wir an. Das ging ja fix. Rüstungsteile. Ja, der hat geklaut, hat der. Hat sich schönes Picknick am Lagerfeuer gemacht. Kleines Grillerchen. Ethologische Aufzeichnungen, Fortpflanzungsgewohnheiten des, was auch immer, des Terrorochens. Na gut, wer möchte, drückt auf Pause. Wie schon vorhin erwähnt. Dann schauen wir mal, wo hier der böse Roboter sich rumtreibt. Jetzt sehe ich noch keinen. Meinte irgendwo hinter der Stadt. Ein Schrottplatz hat er, glaube ich, erwähnt, ne? Sieht ein bisschen nach einem Schrottplatz aus hier. Oh, oh. Ich höre was Robotermäßiges. Schädigter Roboterwachposten, aber der wird nicht rot angezeigt. Das heißt, der greift mich nicht direkt an. Oh, wir können mit dem reden. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Das ist ein Schrottplatz, keine Werkstatt. Navigation systems have determined this location as Spacer's choice. Designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Keine Zeit für sowas. Also der tut anscheinend so, als wäre er lieb. Aber vielleicht täuscht er uns auch bloß und die planen wirklich einen großen Aufstand. Ich würde sagen, wir kommen der Bitte von dem Ludwig nach und hauen dem einfach mal richtig eine rein. Uah. Es gibt 5 Schadensarten. Kinetisch, Plasma und das war auch schon wieder weg. Endstrahl habe ich, glaube ich, noch gelesen. Wird schon nochmal kommen. Eine Halskette und noch ein paar Rüstungsteile. Es liegt hier noch Schönes. Eine Kampfdrohne. Die ist aber auch kaputt. Na gut. Dann machen wir uns jetzt noch schnell auf den Weg zurück. Oh, hier haben wir noch eine Truhe. Noch ein bisschen Munition. Und sprechen mal mit dem guten Ludwig, dass wir das erledigt haben. Und dann machen wir uns auf zu Silas. Und dann ist die Quest auch damit beendet. Und dann können wir uns der Hauptstory weiter widmen und melden uns mal bei dem guten Reed. Bin ja mal gespannt, was das so für ein Typ ist. Anscheinend haben sie ja alle ein bisschen Angst vor ihm. Oder wollen, dass man ihm nichts erzählt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Wie das halt so ist mit Chefs, ne? Hey Ludwig, bleib doch stehen. Bring us honor, Soldier. Ich mach dich immer stolz. Du musst dir um den Speer keine Sorgen mehr machen. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its headcase? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one. And the enemy is legion. What you need is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Du hast deine Geheimwaffe auf dem Klo versteckt? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier! Don't want the bartender poking around in there with a mop. Hat er natürlich recht. Gar nicht so doof, das Versteck bei einem Roboter. Wir sind auf Stufe 3 aufgestiegen. Dann schauen wir uns gleich mal die Vorteilspunkte an. Aber bevor es weitergeht, das Ganze sehen wir dann in der nächsten Folge. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.